Ja, liebe Gäste, ich begrüße alle und auch das Podium zum heutigen Webinar in unserer Reihe der Mobilfunkpolitik. Heute ist das Thema digitales Lernen. Was sagt die Forschung? Mein Name ist Kathi Langner. Ich engagiere mich in der Bürgerinitiative 5G Freies Leipzig und Umgebung. Ich bin auch heute wieder für die Technik zuständig und an meiner Seite ist wie immer die Anja Schmidt vom Arbeitskreis Elektrosmog Hamburg. Ja, wie am Anfang immer möchte ich auf die bereits erfolgten Webinare von Diagnosefunk verweisen. Und ich zeige mal die Seite, auf der diese Webinare zu sehen sind. Oben im Browser sehen Sie den Link, oder man könnte auch den Kurzlink draus machen, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. www.diagnose-funk.org/1680. Das ist der Link, wo alle ja, bisher 25 Webinare zu sehen sind. Mit allen Hintergrundinformationen, mit den Videomitschnitten kann man sich das alles nochmal anschauen, nachlesen und sich da vertiefen. Wer eben heute auch zum ersten Mal dabei ist, deswegen möchte ich da nochmal darauf hinweisen. Themenähnliche Webinare zum heutigen, die möchte ich nochmal ganz besonders hervorheben. Das ist zum Beispiel das Webinar Nummer 8, digitale Medien und Kinder. Da kann man sich hier nochmal alles nachlesen. Dann das Webinar Nummer 13, Social Media, wer kontrolliert meine Kinder? Und auch das Webinar Nummer 16, eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins digitale Zeitalter. Die Links dazu, die stellen wir dann später auch nochmal in den Chat ein, dass Sie dort alles nochmal kurz anklicken können und das auch schnell finden. Ja, habe ich noch was vergessen? Dann bleibt mir bloß noch an den Moderator des heutigen Abends zu übergeben, an Helmut Kern. Er ist der Vorsitzende des vom Mobilfunks Bürgerforum e.V. Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass Sie so zahlreich an diesem Webinar teilnehmen, das veranstaltet wird vom Netzwerk Risiko Mobilfunk. Es sind zwei Organisationen, Diagnose Funk, Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation für umweltverträgliche Funktechnik und für Schutz vor Elektrosmog und dann Mobilfunk Bürgerforum. Dachverein Mobilfunk kritischer Bürgerinitiativen. Was macht eigentlich das Lernen in der Schule aus? Vor der Pandemie hatte da das digitale Lernen eine Hochzeit. Nach der Pandemie wird nun manches anders gesehen. Es braucht eine Wende in der Pädagogik. Warum? Und worauf es dabei ankommt, das wird Professor Dr. Ralf Lankau, der Mediengestaltung und Medientheorie an der Hochschule in Offenburg lehrt, heute Abend darlegen. Lankau ist Mitinitiator des Bündnis für humane Bildung. Sein aktuelles Projekt heißt Die pädagogische Wende. Eine zeitgemäße Verortung von Erziehung und Unterricht. Es geht ihm dabei auch um seine pädagogische Arbeit der letzten 15 Jahre. Und in deren Mitte steht das soziale Lernen und damit der Mensch. So, vielen Dank für die einführenden Worte und auch die Einladung. Digitales Lernen, was sagt die Forschung? Das, was ich mit Ihnen in der nächsten Dreiviertelstunde gerne durchgehen möchte, ist eine grundsätzliche Auseinandersetzung über den Einsatz von Medien im Unterricht, hier natürlich spezialisiert auf digitale Medien. Und wir schauen, was die Pandemie an Besonderheiten gebracht hat, weil wir in diesen 2 Jahren angewiesen waren auf eine technische Infrastruktur, die wir in der Form vorher nicht eingesetzt haben, nicht mal an den Hochschulen. Und dann durch die Pandemie und die Kontaktverbote zwangsläufig schneller digitalisieren mussten oder auf digitale Formate umsteigen mussten, als wir das gedacht haben, hat als einen der wenigen positiven Aspekte jetzt Ergebnisse zufolge, die ich gerne vorstellen möchte und mit Ihnen diskutieren möchte. Der Vortrag hat 3 Teile. Der erste Teil geht um Ökonomisierung und Informationstechnologie. Das heißt, der
Bogen wird etwas weiter gespannt. Der zweite Teil befasst sich mit Unterricht und Informationstechnologie und künstliche Intelligenz, KI. Das ist das, was wir ja im Moment seit November auf allen Kanälen diskutieren, mit ChatGPT und anderen Bots. Und der wichtigste Teil kommt dann im dritten Abschnitt des Beitrags, weil es ja nicht darum geht, Digitaltechnik generell zu verteufeln, sondern ganz klar zu trennen zwischen technischen Möglichkeiten, die auch das Lehren und Lernen unterstützen kann auf der einen Seite, aber die damit verbundenen Geschäftsmodelle und Datafizierung von Lernbiografien auf der anderen Seite. Also da müssen wir eine ganz klare Trennung machen. Wichtig ist, sich zu verdeutlichen, dass es immer darum geht, den Kindern das zu vermitteln, was man gerne möchte. Lehrpläne sind das Ergebnis des Kampfes der gesellschaftlichen Interessengruppen um ihren Einfluss auf die heranwachsende Generation. Das heißt, das, was wir in der Schule machen, beeinflusst die nächste Generation, prägt ihr Weltbild, ihre Vorstellungen, ihre Emotionen, ihr Wollen. Und damit geben wir als nicht nur als Eltern, sondern auch als Erzieher und Pädagogen sehr viel vor, wie die zukünftige Welt gestaltet werden kann oder gestaltet werden soll. Diesen Erziehungsauftrag haben wir immer. Die Frage ist nur, wie viel Freiheit überlassen wir der nächsten Generation, selbst zu entscheiden, was sie möchten, oder wie doktrinär gehen wir damit um? Was Sie hier sehen, ist letztendlich in zwei Bildern dargestellt, das, was ich Ihnen heute vorstellen möchte, nämlich unterschiedliche Ansätze pädagogisch zu arbeiten. Sie sehen links einen Lehrer, Sokrates, im Dialog mit einem seiner Schüler. Das heißt, das ist die Form der Pädagogik, die wir jetzt seit über 2500 Jahren diskutieren, die nach wie vor praktiziert wird. Das heißt, der Dialog miteinander, von Angesicht zu Angesicht im direkten Gespräch. Und Sie kennen die sokratische Methode, die sokratische Hebammenkunst, dass der Lehrer durch seine Fragen mit dem Schüler in den Dialog kommt und auch schauen kann, was er verstanden hat und dann durch Nachfragen den Schüler auch auf den richtigen Weg bringen kann oder die Schülerin. Das heißt, dieser dialogische Prozess ist eigentlich das, was wir als Pädagogen in allen Bereichen machen, auch mit Studierenden, auch in der Weiterbildung. Und dem steht ein anderes Verständnis von Lehrer und Vermittlung gegenüber, die Sie auf der rechten Seite sehen, hier mit diesen Kopfhörern. Das ist im Prinzip die technische Variante des Nürnberger Trichters. Und diese beiden Parameter, den Dialog, der notwendig ergebnisoffen sein muss, weil wir ja nicht wissen, was beim Gegenüber ankommt, verstanden wird, formuliert wird, sondern wir gehen selbst in den Dialog hinein. Das ist die eine Variante der Pädagogik. Das andere ist letztendlich eine Zurichtung, diese Vorstellung, wenn Kinder oder Jugendliche das Gleiche hören, das Gleiche sehen, die gleichen Anwendungen, Software benutzen oder so, dann werden sie schon das Gleiche lernen und wir können das Ganze dann auch entsprechend prüfen. Hier ist es noch eher elektrisch. Seit über 40 Jahren diskutieren in den Schulen, die Computer kommen, Revolutionen im Unterricht, schöne neue Schule, diese ganzen Begriffe. Die meisten von Ihnen werden es sowohl in der eigenen Biografie erlebt haben, wie sich die Arbeitsbereiche verändert haben, aber auch das Lehren und Unterrichten in den Schulen. Die Diskussion führen wir schon sehr lange, sehr kontrovers, immer mit der Behauptung, dass neue Medien dann zu besserem Lernen führen, hat sich bis jetzt noch nicht bestätigt. Im Gegenteil, gerade die Pandemie hat das Gegenteil gezeigt. Und im Moment haben wir seit November noch eine andere Diskussion, die sogenannte künstliche Intelligenz mit ChatGPT und Stable Diffusion und wie die ganzen Bots heißen und wo sofort wieder einmal mehr diskutiert wird über das Ende des Lernens, wie wir es kennen und man kann nicht mehr prüfen, diese ganzen Dinge. Das heißt, es gibt ein Teil auch der Pädagogik und auch der Kolleginnen und Kollegen, den Hochschulen und Schulen, die jede neue Technologie sofort in die Schulen bringen wollen und auch behaupten, dass man damit besser lernen kann, dass dieses Lernen modern wäre, dass die Schülerinnen und Schüler motivierter wären. All diese Dinge, das heißt, es werden viele Dinge wiederholt, die sich bis heute noch nicht bestätigt haben. Meine Aufgabe ist Ihnen aber, die andere Sichtweise zu vermitteln. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe seit über 20 Jahren eine Professur für Digitaldesign. Das heißt, ich arbeite sehr intensiv mit den Geräten. Und deswegen möchte ich Ihnen die andere Seite auch gerne vermitteln, nämlich das, was
eine Kollegin aus den USA schon 1988 publiziert hat, In the Age of the Smart Machine, The Future of Work and Power. Und Frau Suboff hat die Grundprämissen der IT analysiert, gerade für soziale Systeme. Diese ganzen Systeme, IT-Systeme, haben ihre völlige Berechtigung in der Produktionssteuerung. Sie denken oder kennen vielleicht den Begriff Industrie 4.0. Sie werden aber mehr als fragwürdig, wenn wir diese Methoden übertragen auf Sozialsysteme, Arbeit, Bildung, Gesundheit, Kommunikation, Konsum, diese ganzen Dinge. Und das, was Sie hier sehen, 1988, also in Amerika schon 87 formuliert auf amerikanisch, heißt, die drei Grundprämissen der Informationstechnologie sind automatisieren, digitalisieren und kontrollieren. Frau Suboff hat es so formuliert, alles, was sich automatisieren lässt, wird automatisiert. In der Produktion ist es selbstverständlich. Alles, was sich digitalisieren lässt, wird digitalisiert und alles, was man kontrollieren kann, wird auch kontrolliert. Und genau an dem Punkt müssen wir darüber nachdenken, ob wir diese Systeme, nämlich diese Kontrollsysteme, tatsächlich in unsere Bildungseinrichtungen übernehmen wollen mit dieser Funktion. Dazu gehören zum Beispiel, dass man sämtliche Prozesse analysiert. Hier ein paar Begriffe dafür. Personal Analytics heißt, dass Sie am Arbeitsplatz überwacht werden, wenn Sie mit irgendwelchen Office-Programmen arbeiten. Ist integriert bei Microsoft-Tools, in Europa nicht zugelassen, aber in den Vereinigten Staaten von Amerika. People Analytics heißt, dass alle Ihre Aktionen an Mobile Devices aufgezeichnet werden. Das heißt, wenn Sie Smartphones dabei haben oder Tablets, dann weiß man, wo Sie sind, auf den Meter genau, auf einen Meter genau, was Sie mit diesen Geräten machen. Man weiß auch, wer in der Nähe von Ihnen ist, wer zum Beispiel mit Ihnen im Auto fährt und solche Dinge. Learning Analytics, da werden diese Analysemethoden übertragen auf das Lernen. Das wird sehr kleinteilig protokolliert, was Schülerinnen, Schüler oder Studierende tun. Das wird dann ausgewertet, um daraus Prognosen zu entwickeln. Meeting Insight Computing System ist ein Microsoft-Tool, das jetzt in der Pandemie neu dazugekommen ist. Dort kann man Videokonferenzen auswerten, Mimik, Gestik, auch die Sprachbeiträge. Und man kann dann berechnen lassen, wer noch berechtigt ist, Videokonferenzen zu initiieren, wer eingeladen wird, wer Mitspracherecht erhält, wer ausgegrenzt wird. Also es geht natürlich um Effektivität, Effizienz, Produktivität. Und diejenigen, die dann freche Fragen stellen oder nicht gewünschte Dinge formulieren, kann man gleich dann mundtot machen. Quantified Self und Self-Tracking, das sind die Dinge, die wir selber tun, wenn wir irgendwelche Wearables tragen, zum Sport oder unseren Schlaf überwachen oder was auch immer. Das sind nur einige Aspekte, wo wir jetzt schon, ohne uns darüber Gedanken zu machen, permanent sehr persönliche Daten in diese Systeme einspeisen, anhand derer wir dann persönlich als Persönlichkeit definiert werden können. Es werden digitale Zwillinge aufgebaut mit diesen ganzen Daten. Und an diesen digitalen Zwillingen, es sind Avatare, kann man dann testen, was passiert, wenn ich dem Herrn Langkau dieses oder jenes gebe. Das sind zwar Prognosen, aber durch die Wiederholung von solchen Prognosen im Vergleich dann mit Realitätstests werden diese Prognosen relativ eindeutig. Das heißt, es werden extrem viele Daten über jeden von uns gesammelt, um uns letztendlich steuerbar zu machen über diese Systeme. Das sind die Verhaltensdaten, was wir hier mit Analytics sehen. Dann kommen die Psyche dazu. In Deutschland ist es das Fünf-Faktoren-Modell, bei den Amerikanern heißt es Ocean. Das heißt, die Frage, bin ich offen für neue Erfahrungen, bin ich gewissenhaft, bin ich extrovertiert oder eher introvertiert, habe ich den Hang, selbstsicher und ruhig aufzutreten oder bin ich eher emotional, bin ich kooperativ? Diese psychologischen Faktoren werden zu den Verhaltensdaten ergänzt. Es ist eine Skala von plus 5 bis minus 5. Es gibt eine entsprechende Profillinie für jeden von uns. Und anhand dieser psychologischen Aspekte kann man Menschen sehr gut beeinflussen, weil unser Verhalten können wir ändern, unsere Sprache können wir ändern, wie die Kleidung, über Bewusstsein. Aber diese psychologische Grundstruktur unsere Person, die lässt sich eben nicht über das Bewusstsein so verändern, wie wir uns das vielleicht vorstellen würden. Und dann genau an der Stelle werden wir dann auch sehr massiv
beeinflusst über entsprechende Angebote. Bei dem einen sind es dann Belohnungen, bei dem anderen ist es Anerkennung, irgendwelche Dinge. Entscheidend ist, wenn man diese Profile erstellt, gibt es für jeden von uns Häkchen, an denen man oder Schrauben, an denen man drehen muss, um diese Person zu beeinflussen. Und wenn ich das alles zusammenfasse, was ich jetzt sehr kompakt formuliert habe, kommen wir zu dem, was Frau Suboff als Zeitalter des Überwachungskapitalismus formuliert hat. Das heißt, diese ganzen technischen Systeme dienen dazu, uns als Konsumenten zu überwachen und dann zum Beispiel die ganze Werbung einzuspielen, auf die wir reagieren, oder die Angebote zu machen, auf die wir reagieren. Das ist die Grundstruktur des Internet, des kommerziellen Internets, so wie wir es im Moment erleben, dass wir als Endverbraucher, als User gar nicht die Kunden sind von Google oder Amazon oder sonst eben irgendjemanden, sondern wir produzieren Verhaltensdaten, damit die tatsächlichen Kunden von Google und Co. ihre Anzeigen passgenau schalten können. Also wir generieren Daten, damit wir manipuliert werden können. Wie so Laborratten, würde ich mal sagen. Das ist ziemlich massiv, weil es letztendlich auch dazu dient, die Nutzer zu standardisieren durch die Vereinheitlichung der Angebote, durch die Monopolisierung der Angebote. Google zum Beispiel entscheidet über das, was wir finden, indem es vorselektiert, was Google gefällt und was den Anzeigenkunden gefällt. Wenn Sie mit irgendwelche Tools bei Instagram oder andere nutzen, werden die Filter, die ganzen Bilder vorgefiltert. Das heißt, es wird eine bestimmte Ästhetik vermittelt, weil wir nur noch gefilterte Bilder sehen, keine realen Bilder, was insbesondere natürlich für junge Menschen, für Teenager große Probleme bereiten kann, weil diese ganzen gefilterten Bilder natürlich viel schöner sind, viel schlanker, viel attraktiver als die normalen Bilder, die so ein Apparat von uns macht. Wir sind auch bereit, nur noch mit einem Lexikon zu arbeiten, Wikipedia, und meistens zu faul, uns andere Lexika zu suchen. Aber Algorithmen bestimmen auch die Inhalte bei Instagram oder TikTok. Das wird ja auch diskutiert. Wie sind eigentlich die Algorithmen programmiert? Warum werden bestimmte Dinge angezeigt, nach oben gerankt? Diese ganzen Dinge. Wir arbeiten mit Systemen, konsumieren Dinge, die für uns komplett intransparent sind. Und wir sind, wie gesagt, diese Laborratten, und man versucht, uns andere Interessen durchzusetzen. Mittlerweile, und das steht als nächstes, Chatbots werden Akteure. Das ist die Diskussion, die wir seit November führen, dass wir uns nicht mehr mit einem anderen unterhalten über die digitale Infrastruktur, wie wir das jetzt zum Beispiel auch in der Pandemie mit Studierenden oder mit Schülerinnen und Schülern gemacht haben, dass wir also eine Infrastruktur nutzen, weil wir uns nicht im persönlichen Kontakt treffen konnten, sondern wir reden jetzt mit den Geräten. Nicht mehr nur die Fragen an irgendwelche Software, so wie wir das von Apple und anderen Systemen können, sondern die Chatbots sind selbst unser Gesprächspartner. Wir stellen diesen Bots Fragen und die geben uns die Antwort. Nicht mehr nur die Suchergebnisse wie bei Google und wir müssen nur noch selbst auswählen, sondern die Chatbots werden ja selbst Akteure und sagen, wie die Welt tickt. Im grafischen Bereich, aus dem ich komme, gibt es mittlerweile Tools, wo man ganze Websites, auch komplette Kampagnen entwickeln kann per Mausklick. Und das ist so das, was wir im Moment haben. Anything is Algorithm is anything. Das heißt, die ganze Welt wird digital und wir sind daran oder werden daran gewöhnt, in dieser Welt zu agieren und das gar nicht mehr zu hinterfragen. Oder Sie werden ihn, Harari, kennen als israelischen Historiker, der das Buch Homo Deus geschrieben hat. Er ist eigentlich ein Verfechter der Digitaltechnik. Und wenn Sie Homo Deus gelesen haben, dieses Buch, dann ist es eine Form von Fatalismus. Das ist halt so, wir müssen uns anpassen. Und wir sind eigentlich selbst Algorithmen. Der Mensch ist auch ein Algorithmus und lässt sich genauso steuern oder so. Ob das stimmt, ist eine andere Diskussion. Aber genau dieser Mensch, der sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat, wurde letzten Jahr zum Jahreswechsel 2021/22 gefragt, warum er kein Smartphone habe. Das wundert erstmal, weil jemand, der so begeistert ist von Webtechnologien und von Digitalgeräten, müsste ja eigentlich einer der, wie heißt es, Early Adapters sein. Das heißt, jemand, der alles Neue ausprobiert. Aber er sagt nein. Er hat kein Smartphone, weil
Er sei nicht naiv und wisse, dass er in einer zunehmend smarten Umwelt, also digitalisierten Umwelt, auch ohne Smartphone verfolgt werden könne. Es gehe um mehr. Der Hauptpunkt ist, Ablenkungen fernzuhalten durch Smartphones und die Netztechnologien. Ich weiß, wie schwierig es ist, den Geist zu kontrollieren, konzentriert zu bleiben. Und außerdem, die Menschen auf der anderen Seite des Smartphones, die klügsten Menschen der Welt, haben in den vergangenen 20 Jahren gelernt, wie man das menschliche Gehirn durch das Smartphone hacken kann. Denen bin ich nicht gewachsen. Wenn ich gegen die antreten muss, werden sie gewinnen. Also gebe ich ihnen nicht meinen Bildschirm, gewähre ihnen keinen direkten Zugang zu meinem Gehirn. Sagt ein erwachsener Mensch, der sich sehr intensiv mit IT auseinandergesetzt hat, dass die Technologien, die in diesen Apps und anderen Programmen eingesetzt werden, über die Oberflächen, über die Frage, wann blinkt etwas auf, in welchen Farben wird etwas gezeigt, wann kommt ein Video, diese ganzen Dinge dienen dazu, unser Gehirn zu hacken, unsere Aufmerksamkeit zu okkupieren und uns abzuhalten, davon die Dinge zu tun, die wir eigentlich tun wollen. Und wenn erwachsene Menschen nicht in der Lage sind, gegen dieses Suchtmittel Smartphone anzugehen, beziehungsweise als einzige Methode die Möglichkeit nur haben zu sagen, ich habe gar kein Smartphone, so wie übrigens Jaron Lanier, der Chefentwickler von Microsoft, sagt, er nutzt überhaupt keine Social-Media-Kanäle, im Gegenteil, man sollte das alles löschen. Das heißt, wenn diese Menschen sehr genau realisieren, was digitale Dienste mit uns tun und dass wir als Menschen, als einzelne Menschen, aber auch als Gemeinschaft nicht in der Lage sind, uns dagegen zu wehren, frage ich mich auf der anderen Seite, warum wir diese Systeme in die Schulen bringen und mittlerweile auch die Grundschüler an Bildschirme setzen oder hier in Baden-Württemberg auch die Kita-Kinder an Tablets, wenn damit ihre Gehirne gehackt werden. Wer steckt dahinter? Was soll das? Alle Akteure kann ich an der Stelle nicht nennen. Ich nenne nur mal drei. Rio Infernale. Neoliberalismus, mit dem wir uns seit über 40 Jahren rumzuschlagen haben und die dazu geführt haben, dass aus unserer sozialen Marktwirtschaft jetzt eine marktradikale Gesellschaft geworden ist. Dazu kommt die Datenökonomie und die Verhaltenssteuerung über psychologische Methoden. Nicht sonderlich neu, dieses Steuern von Menschen über Psychotechniken ist über 100 Jahre alt, von William Stern und anderen um 1900 entwickelt, vor 120 Jahren entwickelt. Nur haben wir heute die Geräte, dass wir nicht nur Dinge ausspielen können, sondern durch Kameras und Mikrofone die Menschen in ihrem Verhalten noch aufzeichnen können. Und das sind die Dinge, über die wir uns klar werden müssen, wenn wir gleich in Richtung Schule gehen. Ökonomisierung aller Lebensbereiche, auch der Bildung, Gesundheit, Freizeit, Verdatung und Quantifizierung auch des Sozialen, unseres Verhaltens, unserer Psyche. Das heißt, wir werden zu Datensätzen, und die man dann über entsprechende Tools manipulieren kann, über Psychotechniken und Methodenfixierung. Das sind dann behavioristische, lernpsychologische Aspekte. Hinten dran steht Educational Technology, diese ganzen Dinge. Letztendlich, wenn ich es verkürze, sind es kybernetische Modelle, die von Norbert Wiener 1948 formuliert wurden. Und diese kybernetischen Modelle nach Norbert Wiener kann man eben nicht nur zur Maschinensteuerung einsetzen, sondern auch zur Steuerung des einzelnen Organismus, des Menschen, und zur Steuerung des Sozialsystems. Und das, was Norbert Wiener als Mathematiker formal und theoretisch beschrieben hat, wurde dann in den 50er Jahren Artificial Intelligence genannt, also künstliche Intelligenz. Und heute haben wir die Systeme, die auf der Rechenleistung, auf der Hardware-Ebene genug Power haben, um tatsächlich kybernetische Systeme zu realisieren. Also das ist der Hintergrund: Neoliberalismus, Datenökonomie und Verhaltenssteuerung durch Psychotechniken. Und genau diese Methoden kommen in die Schulen. Das ist das, was ich gesagt habe, Neoliberalismus, Ökonomisierung der Sozialsysteme, dann im Bereich der Schule, dass man Schule versteht oder verstehen soll als Unternehmen, nicht mehr als Bildungseinrichtung, nicht mehr als Sozialeinrichtung, sondern als Produktionsstätte von Humankapital, ausgehend vom
Neoliberalismus bzw. von Sputnik-Schock, dass man die Bildungsressourcen heben will, dann muss man die Schule so organisieren, wie man Unternehmen organisiert. Also es wird nicht, geht nicht mehr um die Persönlichkeiten, sondern es wird Humankapital produziert anhand von entsprechenden psychologischen Methoden und den Curricula, um validierte Kompetenzen abfragen zu können. Denn auf der anderen Seite, was wir in den Schulen erleben, ist jetzt die dritte Bildungskatastrophe nach Georg Picht 1964 und den PISA-Schocks vor 20 Jahren und jetzt dem IQB-Bericht. Und die Schule wird ummoduliert von einem, ja, von einer Form des Inputs, das heißt der Vermittlung. Und wir wissen nicht genau, was Schülerinnen, Schüler, Studierende lernen, zu einem Output-System. Es geht darum, zu messen. Was hat jemand gelernt? Und dieses Lernen wird definiert über das, was gemessen werden kann. Und wenn Sie diesen Wechsel von Input, das heißt eine Lehrpersönlichkeit versucht, etwas zu vermitteln, es gibt Klausuren, aber letztendlich wissen wir nicht so genau, was gelernt wird, zum Output-System, nämlich die Vermessbarkeit, dann haben Sie das Phänomen, was wir in den letzten 20, 25 Jahren in den Schulen erleben. Das ist auch der Wechsel von der Pädagogik in Richtung Kybernetik. Das ist auch das, was wir mit empirischer Wende zum Jahr 2000 nennen, also empirische Wende nennen, dieser Wechsel um die Jahrtausendwende, dass es nicht mehr darum geht, was in den Schulen gemacht wird, sondern nur noch um das, was von den Schulen als Lernleistung gemessen werden kann. Das ist die empirische Wende, die wir erleben und die wir heute, da wir ja die Ergebnisse sehen, die Lernleistungen gehen systematisch nach unten, gerade mit der IQB-Studie, reparieren müssen, umkehren müssen mit dem, was ich pädagogische Wende meine. Dazu gehören, also zur empirischen Wende gehören die anderen Dinge, immer mehr Leistungstests. Sie kennen das mit PISA und VERA und TIMSS und wie die alle heißen. Und wenn das nicht reicht, macht man noch mehr Tests. Dazu gehört auch die Kompetenzorientierung, weil es sind natürlich Begriffe, gegen die man sich schwer argumentieren kann. Niemand kann was gegen Kompetenzen haben, aber hinter dem Begriff der Kompetenzorientierung stehen Kompetenzraster und Stufen. Das heißt, die Messbarkeit von Lernleistung, die kleinteilige Messbarkeit. Dazu gehört übrigens auch das selbstorganisierte Lernen, dass es kein dialogischer Prozess mehr ist, sondern jeder Schüler und jeder Studierende ist ein Selbstunternehmer und organisiert sein Lernen selbst und ist damit auch selbst verantwortlich für das, was er oder sie kann oder nicht kann. Das heißt, die Lehrkräfte werden aus der Verantwortung genommen. Sie heißen dann Lernbegleiter. Kann ich was dafür, wenn meine Studierenden nichts lernen? Sie sind doch selbst organisiert, oder? Und diese Zurücknahme der pädagogischen Verantwortung, auch diese Zurücknahme der Lehrpersönlichkeit zu einem Lernbegleiter heißt, dass wir Schülerinnen und Studierende an die Geräte bringen. Dort kann die Lernleistung vermessen werden. Die Verantwortung wird delegiert mit dem Ergebnis, dass zum Beispiel die soziale Spaltung extrem gestiegen ist, auch in Zeiten von Corona. Weil wir wissen, dass diese Form des selbstorganisierten Lernens nicht mal bei Erwachsenen, nicht mal bei Studierten, bei allen funktioniert. Wir brauchen die Sozialräume, wir brauchen auch die entsprechenden Leitplanken. Deswegen nehme ich das, was wir im Moment praktizieren, Überwachungspädagogik, lesen Sie es nach bei der Kollegin Hartung, was dazugehört. Ich habe hier mal ein paar Probleme aufgeführt, die wir in Schulen haben, die wir damit nicht lösen können, von der Sprachförderung bis zu Jugendlichen ohne Schulabschluss. Aber in den Schulen wird im Moment praktiziert TQM, Total Quality Management. Das heißt, es geht um Evidenz und Effizienz. Es geht um die Vermessung aller Prozesse. Es geht um Kennzahlen und Kontrolle. Wir messen statt unterrichten. Hier richten überall neue Institute ein, Qualitätsinstitute, mit dem Ergebnis, dass wir sehr viel Personal dort einstellen, das an den Schulen fehlt. Der Unterricht wird IT-konform gemacht, damit man die Lerndaten sammeln kann. Es gibt noch mehr Lernstandserhebungen, Lernstandsdiagnosen von Schulen, Schulleistungsvergleiche und. Das heißt, es gibt überall eigentlich Wettbewerb, der sich messen lässt, der sich tabellarisch fassen lässt, der sich in Rankings fassen lässt. Die eigentliche Frage, die wir in den Schulen aber stellen müssen, was sollen denn Kinder und Jugendliche lernen, damit sie zu Persönlichkeiten werden, die sich dann selbstbestimmt durch ihr Leben gehen können, geht verloren. Das kriegen wir mit den Daten nicht erfasst. Dazu gehört Bildungsmonitoring. Das heißt, wir brauchen, wenn wir nach diesem System weitermachen, immer mehr Informatiker und Testmanager und Data Stewards und Experten für Error Management und Qualitätsgremien und.
immer mehr Personal, Overhead, Wasserkopf, immer weniger pädagogisch qualifiziertes Personal, immer weniger Menschen in der pädagogischen Arbeit. Das Ergebnis sehen Sie hier. Das ist jetzt aus dem letzten IQB-Bericht. Und die Zahlen, wenn das positive Aspekte wären, könnte man sich freuen. Aber das, was hier jetzt angezeigt wird, ist, sind die Anteile der Schülerinnen und Schüler nach 4 Schuljahren, also Grundschüler, die die Mindeststandards nicht mehr erreichen. Das heißt, 18,8% der Kinder können nach 4 Schuljahren nicht mal nach den Mindeststandards lesen. In Mathematik sind 21,8, in der Orthographie auch über 30%. Wer nach 4 Grundschuljahren diese Mindeststandards nicht erreicht, hat für den gesamten Bildungsweg große Probleme. Dann kam Corona und diese ganzen Studien können Sie nachlesen auf dem Projekt der pädagogischen Wende. Ich will es hier nur kurz zusammenfassen. Ein Kollege hat hier, der in Oxford unterrichtet, eine Studie publiziert, dass in niederländischen Schulen auch die Schülerinnen und Schüler, die vorher im Präsenzunterricht mit Tablets gearbeitet haben, deutliche Lernrückstände haben in der Pandemie, weil es eben nicht am technischen Gerät, Tablet, Laptop oder was auch immer hängt, sondern auch diese niederländischen Schülerinnen und Schüler den Klassenverband gebraucht haben. Und der hat gefehlt in der Corona-Zeit mit dem Ergebnis, dass die Zeit, wo die Schülerinnen und Schüler zu Hause am Tablet gearbeitet haben, sich exakt als Lernrückstand belegen lässt. Übrigens haben die Niederländer, die Franzosen, die Schweizer die Schulen deutlich kürzer geschlossen. Deutschland ist, glaube ich, mit Polen eines der Länder, die die Schulen am längsten geschlossen gehalten haben, mit dem Ergebnis, dass die Lerndefizite auch am größten sind. Eine andere Studie heißt effektive Sommerferien, die Kompetenzeinbußen beim Lernen am Bildschirm, selbst mit der Betreuung durch Lehrkräfte, ist so effektiv wie Sommerferien. Es wird natürlich über alle Studien gestritten. Aber es lässt sich leider, muss man in dem Fall sagen, belegen, dass es eben nicht die Endgeräte sondern der Sozialraum Schule, der darüber entscheidet, ob Kinder was lernen. Selbstverständlich ist auch hier belegt, dass der soziale Hintergrund des Elternhauses ganz entscheidend sind. Je schwächer oder je bildungsferner die Elternhäuser sind, desto größer sind die Defizite. Das wissen wir alles. Dazu brauchen wir nicht noch mehr Empirie oder eine andere Studie, dass tatsächlich in der Schule oder die Schule schlau macht, das ist eine Schule macht schlau, bei die Überschriften der Süddeutschen, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwas zu lesen und zu lernen, auswendig zu lernen, das heißt den Wissensbestand zu erweitern, das ist Repetitionswissen, sondern das Lernen im Sozialverband auch die Intelligenz fördert. Und wenn dieser Sozialverband in der Klassengemeinschaft, im Sozialverband Schule in Kooperation mit den Lehrkräften nicht vorhanden ist, leidet auch die Intelligenz. Hier nochmal die Zusammenfassung, was im Moment zu diskutieren ist. Auf der einen Seite primate Informationstechnologie und heute der künstlichen Intelligenz zusammen mit Informatikern, mit den Stiftungen, Thinktanks. Das heißt, die wirtschaftsorientierte Ausrichtung der Schule heißt Zentralisierung, wie mit der Bundesschulcloud, Top-Down-Strukturen, starke Schulleitung, Hierarchien. So als müsste man eine sehr starke Hierarchie einführen und könnte dann produzieren, so wie man Teller produziert oder Staubsauger oder sonst irgendwas. Auf der anderen Seite sehen Sie das, was wir nach dem Primat der Pädagogik umsetzen müssen. Dezentralisierung und Lokalisierung, übrigens auch der IT. Entscheidung vor Ort. Schulen funktionieren vor Ort und nicht durch Steuerung über die Kultusministerien. Wir brauchen eine Gleichberechtigung im Kollegium. Wir brauchen auch ein kollegiales Rektorat. Das heißt, auch die Rektoren, die Schulleiter sind Teil des Kollegiums. Primus inter pares für eine bestimmte Zeit gewählt. Lernen funktioniert über Beziehungen, Bindungen, Vertrauen. Wir brauchen altersgemäße Lernprozesse. Wir brauchen ein Verstehen, eine Rückkehr, ein Besinnen auf das Erziehen und Unterrichten zum Verstehen, Lernen. Wir brauchen die Schulen und Klassengemeinschaften. Wir brauchen selbstverantwortliche Lehrkräfte. Und das heißt auch, dass jede Lehrkraft so unterrichten kann, wie sie das authentisch kann, mit den Medien, mit denen sie authentisch unterrichten kann. Weil die linke Seite heißt Standardisierung, damit man es gut messen kann. Und die rechte Seite heißt Freiheit für alle Beteiligten, natürlich im sozialen Rahmen Schule. Sie merken, das, was im Hintergrund läuft für Standardisierung, Digitalisierung, Normierung der Schule, hat sehr, sehr viele Aspekte. Ich möchte Ihnen aber ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die in die andere Richtung gehen. Wir können uns auf der einen Seite zwar so entscheiden, wie es
China macht, ganz starke totalitäre Systeme mit Sozialpunktesystemen, also Social Scoring Systeme auch für die Schulen. Oder wir machen was anderes. Ich habe diese Folien aber noch drin gelassen, weil zwei Aspekte ganz interessant sind. In China sind Tablets und Smartphones in Grundschulen verboten, weil sie dazu führen, dass Kinder kurzsichtig werden. Sollten wir darüber nachdenken. In China und mittlerweile auch in Utah sind Social-Media-Kanäle und Computerspiele nachts gesperrt, damit Jugendliche, Kinder und Jugendliche nachts schlafen. Es gibt eine Gesichtskontrolle über die Kameras und von 22.30 Uhr bis 6.30 Uhr in den USA, in China weiß ich die Zeit nicht, kann man als Jugendlicher keine Computerspiele spielen. Könnte man mal drüber nachdenken. In China ist natürlich Lernsoftware für Kinder unter 6 Jahren verboten und Einfluss wird auch auf die Inhalte genommen. Der andere Aspekt, der gerade in der Diskussion jetzt mit Chatbots, ChatGPT und so zu diskutieren ist, ist eine These, die ich auf einer internationalen Konferenz vorgetragen habe, die wir auch sehr intensiv diskutiert haben. All you can learn with a machine to do your job is all the machine can learn to do your job. Das heißt, alles, was sich digital abbilden lässt, auch in Lernprozessen, können auch Maschinen lernen. Unsere Aufgabe als Pädagogen ist, Menschen das beizubringen, was Maschinen nicht lernen können. Fängt an bei der Empathie, dem Sozialverhalten und endet bei der Kreativität, weil Computersysteme sind nicht kreativ. Das heißt, wir können entweder so weitermachen wie bisher und versuchen, unsere Schülerinnen und Schüler oder Studierenden so zuzurichten, wie man Maschinen programmiert, oder wir bringen die bei, Dinge bei, die Maschinen nicht können, was ich für den intelligenteren Weg halte. Für uns als Pädagogen ganz spannend ist das, was das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung herausbekommen hat. Hier Lehrerinnen und Lehrer an der beruflichen Schule. 91% der pädagogischen Arbeit sind nicht automatisierbar. Bei den Grundschulen sind es 89, bei anderen Mittelstufenschulen sind es 87. Entscheidend ist, automatisierbar ist in allen Schulenformen immer nur die Lehrzielkontrolle. Weder die pädagogische Arbeit noch die didaktische Aufbereitung. Das heißt, eigentlich haben wir es als Lehrerin oder Lehrer richtig gut. Weil wenn man unsere Arbeit nicht nur darauf reduziert, dass man irgendetwas messen kann, sondern dass etwas verstanden wird. Und dieses Verstehen können wir nur dialogisch erfahren, dann sind unsere Berufe sehr krisenfest. Und hier unten, für wenn Erzieherinnen oder Erzieher zuhören oder zuschauen, im Bereich der Erziehung, also gerade der Primarkinder, lässt sich 0% konstituieren über IT-Systeme. Deswegen 3 Thesen. Zum Lernen mit digitalen Medien, also nicht digitales Lernen, was es gar nicht gibt, sondern Lernen mit digitalen Medien. Aus der Lerntheorie, digital als Automatisierungstechnik kann Prozesse standardisieren und normieren. Da ist diese Technik gut. Lernen und verstehen lassen sich aber nicht automatisieren. Das, was man nicht automatisieren kann, sind aber die bildungspolitischen Ziele, die in den ganzen Landesverfassungen drinsteht. Persönlichkeitsentwicklung, Mündigkeit, Förderung von Gemeinschaftssinn, Selbstverantwortung, Partizipation, Demokratie, Empathie, diese ganzen Dinge. Das heißt, die bildungspolitischen Ziele, in den 16 Landesverfassungen stehen, lassen sich digital nicht abbilden. Hat zur Folge, dass wir IT anders nutzen und anders einsetzen müssen. Nicht als Ersatzlehrer und auch nicht zum Testen. Die andere Frage, die hinten dran steht, und das ist eine Frage, die ich auch mit den IT-Kollegen immer wieder diskutiere, ist nämlich, sind Digitaltechnik und Netze nutzbar ohne Kontrollstrukturen? Das, was Frau Suber schon 88 formuliert hat, automatisieren, digitalisieren, kontrollieren. Können wir mit IT-Infrastrukturen arbeiten und die Kontrolle ausschalten? Die positive Antwort, ja, es geht. Allerdings nur, wenn wir unsere Bequemlichkeit aufgeben und uns sehr intensiv mit den Themen beschäftigen, also auch mit den Systemen beschäftigen, mit den Techniken beschäftigen. Aber das ist unsere Aufgabe, dass wir diese Systeme so konfigurieren, dass wir damit arbeiten können, nach unseren Parametern, nach demokratischen, nach pädagogischen, nach didaktischen, ohne die Kontrollfunktionen mit einzukaufen, sage ich mal. Im Gegenteil, indem wir diese Kontrollfunktion deaktivieren. Dafür gibt es Konzepte, ich komme gleich dazu.
Wichtig ist, dass selbst jemand wie Barack Obama als amerikanischer Präsident, der seine Wahlkämpfe mit Facebook damals gewonnen hatte, mittlerweile fordert, dass diese IT-Monopole reglementiert werden, dass sie unter die öffentliche Aufsicht gestellt werden. Und er hat es in Stanford vorgetragen, jetzt letztes Jahr, ungefähr vor einem Jahr in Stanford vor Studierenden, der gesagt hat, natürlich arbeiten wir mit dem digitalen System, aber diese Systeme gefährden unsere Demokratien, sie gefährden unsere Psyche, wir müssen sie reglementieren. Und er sagt auch, die Reglementierung solcher Systeme hat dazu geführt, dass sie sicherer werden und auch besser werden in den Inhalten. Lesen Sie es nach, das sind ja alles, die Links stehen unten drunter. Ich finde es sehr spannend, dass der ehemalige Präsident jetzt auch anfängt zu sagen, wir müssen reglementieren. In Europa sind wir an der Stelle weiter. Ich werde jetzt die DSGVO nicht ausführen, aber möchte Ihnen nur mitgeben, dass Sie bitte immer, wenn die Diskussion auf Datenschutz kommt, sagen, Datenschutz ist extrem wichtig. Hier ist Europa weiter als die USA, weil hier geht es um Grundrechte. Die DSGVO schützt Grundrechte, nicht Daten, und sie verhindert auch exakt nichts. Sie können als Unternehmen alles mit Daten machen, wenn sie vorher fragen. Die DSGVO sagt nur, wenn jemand als Unternehmen Daten nutzen möchte, muss er die Betroffenen vorher fragen. Wenn er die Zustimmung bekommt, darf er damit arbeiten. Wenn die Zustimmung nicht kommt, dann nicht. Deswegen, hier werden Grundrechte geschützt, auch wenn es auch in der Presse oftmals anders dargestellt wird. Lesen Sie die DSGVO oder die Zusammenfassung. Das wird zum Beispiel eine der Verordnungen neben den anderen europäischen Verordnungen sein, die unsere Grundrechte und letztendlich auch die Demokratie schützt. Formal werden wir digitale Souveränität einfordern und umsetzen mit Open-Source-Programmen. Das heißt, wir können auf den Source-Code gucken, anders als bei proprietärer Software. Wir müssen natürlich eine eigene Infrastruktur aufbauen, das heißt landeseigene Bildungsserver. Wenn Digitaltechnik für Bildungseinrichtungen so wichtig ist, wie man das jeden Tag in der Zeitung lesen kann, ist es völlig unverständlich, warum die Länder nicht eine eigene Infrastruktur aufbauen und zur Verfügung stellen für die Schulen, nämlich geschützte Systeme, wo die einzelnen Schulen dann zugreifen können, wo, wenn es sein muss, auch Schülerdaten hinterlegt werden können, im Zugriff nur für die Schulen, das heißt lokale Schulserver. Wir haben jetzt in der Corona sehr positive Erfahrungen gemacht, hier in Baden-Württemberg mit den Dienstleistungen für die Hochschulen, für die Schulen, mit Moodle und als Videokonferenz und mit Moodle als Lernmanagement-Software und BigBlueButton als Videokonferenz. Die lässt sich machen, müssen wir auch machen. Entscheidend ist der Punkt, der hier steht, kein Rückkanal für Schülerdaten. Und das ist so einer der Punkte, den ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Wir können sehr viel, auch in Bildungseinrichtungen, auch mit Kindern an Rechnern machen, auch in der 5., 6. Klasse, wenn keine Schülerdaten erfasst werden und daraus keine Profile generiert werden. Ohne diesen Rückkanal, ohne die Profilierung und die Datenerfassung von Schülern, öffnen sich ganz andere Möglichkeiten. Und dieses Kappen des Rückkanals schaffen wir über Open Source, über VPN, über andere Instanzen. Technisch ist das alles machbar. Das Einzige, was nicht funktioniert, sind die Geschäftsmodelle der Anbieter. Aber das ist kein pädagogisches Problem. Das ist der organisatorische Aspekt. Wir trennen die physischen Systeme, die Eltern und auch die Schulleitung hat nichts mit der pädagogischen Arbeit zu tun. Wenn es um Daten geht, kann ich jetzt an der Stelle nicht alles ausführen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es, wenn man verstanden hat, um was es geht und wie man eine IT so umbauen kann, dass wir verantwortlich damit umgehen, ohne uns mit unseren Daten zu prostituieren, dass man das auch in den Schulen einsetzen kann. Das können Sie nachlesen. Dann kommen wir zur eigentlich wichtigen Frage, was soll eigentlich gelernt werden am Rechner? Weil Videos gucken und Games spielen und sowas, das können Sie. Was auch jetzt bei ChatGPT zum Beispiel völlig in die falsche Richtung läuft in der Diskussion. Natürlich kann ich an meinem Prompt irgendwas eingeben und kriege dann ein Referat oder kriege Source Code. Ich kann mir was programmieren lassen oder kriege eine Präsentation gebaut. Aber ich lerne nicht, es zu tun. Das heißt, wenn ich mit solchen Werkzeugen in der Schule arbeite, muss ich immer fragen, was soll gelernt werden und helfen mir diese Automatisierungstools oder verhindern sie nicht, dass ich das lerne, was ich vielleicht lernen sollte? Diese Diskussion müssen wir führen neben der Frage, welche Daten ins Netz gehen.
Ich wollte Ihnen vom Klaus Zierer, dem Kollegen aus Augsburg, noch einen Satz mit auf den Weg geben, weil er als Grundschulpädagoge, jetzt hat er ein Ordinariat in Augsburg, sich sehr intensiv mit der Pädagogik beschäftigt hat und nochmal deutlich macht, um was es im Kern geht. Ein Zitat von ihm: Solange wir Menschen Menschen sind, solange bleibt Lernen lernen, egal welche IT-Systeme entwickelt werden. Daran wird auch eine Digitalisierung nichts ändern. Und jeder, der das behauptet und forciert, verkennt den Menschen und auch macht aus Menschen Maschinen. Das ist die Frage. Wollen wir Lernmaschinen aus unseren Kindern oder Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bei mir mit den Studierenden machen? Lernmaschinen, die dann niemals so gut lernen können wie ChatGPT, weil so viel Speicherplatz haben die gar nicht so viel Zeit. Oder heißt Lernen für Menschen etwas anderes? Also macht man aus Maschinen Menschen? Das mag durchaus für so manchen ein Ziel sein, den Homo sapiens durch den Homo digitalis zu ersetzen oder zumindest abzugraden, nach dem Motto, die künstliche Intelligenz ist die Lösung für die menschliche Dummheit. Aber dann reden wir nicht nur von Bildung, sondern von Programmierung. Wir reden von der Programmierung von Menschen. Und es zählt nicht mehr das, was ich aus meinem Leben gemacht habe, sondern das, was man aus mir gemacht hat. Das heißt, die Lernenden werden zu passiven Objekten, die zugerichtet werden durch Avatare, durch Software. Jetzt nochmal Zierer, wenn wir aber weiterhin von Menschen in ihrer Bildung reden, dann lohnt die Beachtung der Grammatik des Lernens, nämlich des menschlichen Lernens. Ich kann dir die Publikation vom Kollegen Zierer nur dringend empfehlen, genauso wie dieses Gutachten vom Kollegen Dammer vom Bündnis, von der Gesellschaft für Bildung und Wissen, der ganz klar auch nach Corona die ganzen Studien zusammengefasst hat. Und das ist der Kernsatz auch meines Referates. Die Lehrkraft als den Unterricht strukturierende und leitende Person lässt sich durch kein Medium ersetzen. Und das ist ganz egal, ob das so kleine Menschen sind wie hier auf dem Bild oder Studierende. Wir brauchen das dialogische Lernen. Wir brauchen das Miteinander. Wichtig ist, es geht nur als Kooperation. Lokal, das ist das, was wir in Baden-Württemberg auf die Beine gestellt haben in Corona, um eine andere Form von IT in Schulen zu etablieren. Ich muss dazu sagen, es ist noch nicht in allen Bereichen so gelungen, wie wir uns das vorstellen, aber wir werden weiter kämpfen. Wichtig ist hier, Landesschülerbeirat ist dabei, Landeselternbeirat, verschiedene Lehrerverbände, auch die GEW und die Philologen dabei, die Realschullehrer, die Informatiklehrer. Wir müssen Kooperationen schließen, weil die IT-Monopole und diese Global Education Industry, GIE, ist so finanzmächtig und hat so viele Lobbyisten, auch in den Bundesländern und in Berlin, dass wir nur durch Kooperationen zu besseren Ergebnissen kommen. Die gibt es allerdings auch international. Als Abschluss von der Seite noch Contract for the Web. Das heißt, das ist von Tim Berners-Lee am MIT, Massachusetts Institute of Technology, entwickelt worden, mit vielen Kollegen dort, die auch sagen, wir brauchen eine andere Technik. Und diese andere Technik, also Tim Berners-Lee ist der Vater des Web, der hat HTML und HTTP, die ganzen Protokolle entwickelt. Er sagt, wir brauchen eine andere Technik, damit wir diese Systeme, mit denen wir arbeiten, noch arbeiten wollen, wieder unter unsere Hoheit bekommen. Nicht gesteuert werden von Monopolen, sondern selbstbestimmt werden. Das ist so das, was unsere Aufgabe ist. Wie das im Detail aussieht, können wir gerne gleich im Gespräch diskutieren. Das, was ich vorgetragen habe, ich wollte noch zwei Dinge, die Bücher ist das eine, aber wichtig ist für Sie zum Nachlesen, es gibt Bildung und Wissen EU, das ist die Website der Gesellschaft für Bildung und Wissen, es gibt Aufwachsen mit digitalen Medien, die Website des Bündnisses für normale Bildung und es gibt die pädagogische Wende, da läuft im Moment meine Arbeit zusammen, um das hier zu propagieren, dass Unterricht immer mit Personen stattfindet, mit Lehrkräften, mit Schülerinnen, Schülern, mit Studierenden, die miteinander agieren. Soweit einmal, und jetzt bin ich auf Ihre Fragen gespannt. Ein Vortrag, der sicher lange nachklingen wird. Ein Vortrag, der auch deutlich macht, dass es absolut nicht darum geht, die digitalen Medien in die Ecke zu stellen, sondern dass es darum geht, sie sinnvoll zu nutzen. Ganz herzlichen Dank dir, Ralf. Toll. Gerne. Es ist nun auch dabei Peter Hensinger, zweiter Vorsitzender von Diagnose Funk,
Er arbeitet seit 2016 in pädagogischen Fragen mit Professor Dr. Lankau zusammen. Wie erklärst du dir, Ralf, dass die Mindeststandards bei den Viertklässlern in Lesen, Schreiben und Zuhören nur noch zu ca. 40% erreicht werden? Ich kann das nicht an einem Punkt festmachen, aber jeder kann bei sich selbst beobachten, dass das Mediennutzungsverhalten sich in den letzten 15 Jahren extrem geändert hat. Wir hatten schon immer Probleme durch Kinder, die zu viel Fernsehen geschaut haben, und einige Lehrkräfte, wenn jetzt die Lehrkräfte dabei sind, werden das bestätigen, dass man montagmorgens einige Kinder erst wieder einfangen musste, die das ganze Wochenende am Bildschirm verbracht haben, bis sie dann wieder sozialtauglich waren für den Unterricht. Das hat sich verlagert auf Smartphone, Tablets und Computer. Die Mediennutzungszeiten sind extrem nach oben gestiegen oder nach oben gegangen und jetzt in der Pandemie natürlich nochmal weiter nach oben. Und man muss sich nur vorstellen, was mit jungen Menschen passiert, wenn sie 5, 6, 7, 8 Stunden am Tag an einem Bildschirmmedium oder mit einem Bildschirmmedium agieren. Die Zeit, die sie mit Hausaufgaben zubringen, ist die geringste Zeit. Was sie dort machen, ist Videos gucken. Und wir diskutieren ja auch in Europa im Moment über TikTok. Muss man TikTok verbieten, wie in Italien, oder muss man es über Nacht dann einstellen, wie in den USA oder solche Dinge? Das heißt, die intensive Mediennutzungszeiten ist ein Aspekt. Es kommen aber andere Dinge dazu. Die Erwachsenen, die Eltern sind genauso süchtig und geben dieses Verhalten weiter, und sie übernehmen oftmals auch ihre Mitwirkungspflicht nicht. Das heißt, wir diskutieren als Pädagogen, inwieweit man die Eltern auch in die Pflicht nehmen muss mit ihren Erziehungsaufgaben. Eine Diskussion, die sehr ungern geführt wird, weil man dann auch in den Clinch mit den Eltern gehen muss. Und wir haben auch smartphone-süchtige Eltern, die ihre Kinder dann an Geräte abgeben, damit sie selbst an den Bildschirm arbeiten können. Wir haben aber auch zunehmend mehr eine Generation von Lehrkräften, die nachwächst, die selbst digital sozialisiert ist, die gar nicht mehr darüber reflektiert, was heißt das, wenn ich so viel Zeit am Bildschirm zubringe. Und Bildschirm heißt, es ist eine andere Form der Mediennutzung, es ist eine andere Form der Kommunikation. Es ist auch eine Reduktion der Sinnlichkeit, also das, was ich an Materialerfahrungen mache. Und je früher wir Kinder und Jugendliche an Bildschirmen setzen, desto, ich sage mal, eingeschränkter werden ihre sinnlichen Erfahrungen, ihre körperlichen Erfahrungen, Feinmotorik, diese ganzen Dinge, weil diese Geräte wunderbare Werkzeuge sind für Erwachsene, aber den Kindern Lebenswirklichkeit nehmen. Man muss einfach nur zuschauen, wenn Kinder am Gameboy früher oder heute am Tablet sitzen und dann eine Stunde, anderthalb, wenn man sie nicht wegholt oder so, sich kaum noch bewegen, den Kopf gesenkt auf diese Bildschirme. Und das macht etwas mit Menschen. Und da geht es nicht nur um Kurzsichtigkeit und dann irgendwelche Verspannungen im Nacken oder so, also die körperlichen Defizite, die wir auch schon nachweisen können oder nachweisen müssen, sondern es macht auch etwas mit der Psyche, weil Kinder am Bildschirm im Konsummodus bleiben. Sie können zwar tippen und wischen, aber wenn man sich klar macht, dass man mit diesen ganzen Apps nicht wirklich frei arbeiten kann wie mit anderem Material, sondern nicht nur die räumliche Beschränkung hat, das immer gleiche Format, sondern auch alles definiert ist, was ich damit machen kann, bleibt diese ganze Erfahrung des Offenen, des Zufälligen, des Spielerischen weg, beziehungsweise wird halt reduziert auf eine Interaktion mit einer wie auch immer gearteten Software. Deswegen, ich hatte Herrn Zierer zitiert, er ist ja auch Grundschulpädagoge, und da sind wir uns einig, ich bin selbst Kunstpädagoge, dass wir gerade in der Grundschule viel mehr wieder mit richtigem Material arbeiten müssen. Rechnen, schreiben, malen, basteln, werken, zeichnen, diese ganzen Dinge, damit die Schule ein Gegenpol wird zu dieser Verflachung der Welt als Bildschirm, sage ich mal. Und das erleben Kinder natürlich sehr stark. Wenn sie am Bildschirm sitzen, sie bewegen sich nicht, machen keine Körpererfahrung, die ganze Feinmotorik fällt weg, aber auch die ganze Sinnlichkeit fällt weg. Und wir müssen als Schule, als Kindergarten, als Kita wieder Lebensräume schaffen, dass Kinder sich bewegen, den eigenen Körper erfahren, die eigene Sinnlichkeit erfahren, auch das soziale Miteinander
erfahren. Und eine meiner Forderungen, oder nicht meine, sondern Forderung auch vom Bündnis für humane Bildung ist, dass die Kitas und die Grundschulen bildschirmfrei bleiben in der pädagogischen Arbeit, viel stärker mit Material arbeiten, viel stärker wieder auch reformpädagogische Ansätze vermitteln mit Werken, mit Kunst, mit Theater, diese ganzen Dinge, damit Kinder und Jugendliche diese Entfaltungsmöglichkeiten haben. Weil wenn ich die Sinnlichkeit nicht fördere, entwickelt sie sich nicht. Ich will es jetzt gar nicht auf der kognitionswissenschaftlichen oder hirnphysiologischen Ebene diskutieren. Das können Kolleginnen und Kollegen auch vom Bündnis viel besser, Herr Spitzer oder Frau Teuchert-Noth oder so. Aber wenn Kinder am Bildschirm arbeiten, fehlt ihnen diese Zeit als Lebenserfahrung im realen Raum, sage ich es mal provokativ. Peter. Ich habe da letztens in Luxemburg einen Vortrag gehalten, und da waren von der Medienstelle in Luxemburg Pädagogen da, und die haben mir entgegengehalten. Das hat ja auch eine positive Seite. Kinder, die Videospiele machen, sind reaktionsschneller und viel besser multitaskingfähig. Also sie würden Fähigkeiten lernen, die Kinder ohne Videospiele nicht lernen. Das ist meine erste Frage. Ich habe da nicht den Geistesblitz gehabt, da schnell drauf zu antworten. Und dann das Zweite ist aber, wie macht man eigentlich Lehrer und Kinder widerstandsfähig gegen oder medienmündig, weil sie leben ja in einer Umwelt, wo die Medien reingedrückt werden, sei es von den Konzernen in die Schulen, zu Hause erleben sie das. Und wie schafft man das? Und es ist ja das Schwierige, dass Lehrer und auch Kinder ein Bewusstsein entwickeln, ein anderes Bewusstsein entwickeln darüber, also Kinder nicht von selber in der Erziehung. Also zwei Fragen, Videospiele und dann, wie wird man medienmündig? Zur ersten Frage, an Videospielen lerne ich genau das, was ich für die Videospiele brauche. Ich kann schnell reagieren, ich kann schießen, ich kann irgendwelche Dinge einsammeln und. Das nützt mir außerhalb nichts, weil ich laufe nicht durch die Stadt und versuche, möglichst viele Menschen zu erschießen oder möglichst viele Punkte einzusammeln. Das heißt, das ist eine Argumentation, die an sich hanebüchen ist, weil das ist eine Form der Konditionierung. In einem Computerspiel sind alle Aktionen definitiv vorgegeben. Also alles, was ich überhaupt nur machen kann, ist vorgegeben. Sonst würde ich ein Blue Screen sehen, das heißt, das System wird abstürzen. Wenn ich ein Computerspiel besonders gut spielen kann, möglichst viele Punkte einsammeln oder so, heißt das, dass ich mich auf die Logik des Computerspiels eingelassen habe und so funktioniere, wie ein Spieler zu funktionieren hat. Das können aber zum Beispiel auch irgendwelche Avatare oder Bots viel besser als ich, nämlich Regeln erfüllen. Punkte einsammeln, andere Figuren abschießen, Werkzeuge einsammeln und. Das hat nichts mit diesen Personen zu tun, sondern die werden konditioniert auf bestimmte Reaktionsfähigkeiten. Beim Militär leuchtet mir das ein, wenn ich Soldat bin und gehe dann durch irgendwelche Gebäude oder so, dass ich ohne nachzudenken erstmal jemanden erschieße und dann gucke, ob es der richtige war oder solche Dinge. Ist das das, was wir unter Erziehung verstehen? Konditionierung? Es ist letztendlich ein Reizreaktionsschema, die bei diesen Spielen umgesetzt werden. Und man kann Kinder dazu bringen, dass sie dieses Reizreaktionsschema bis zur Perfektion umsetzen. Das Zweite, in einer zunehmend digitalisierten Welt, und ich meine, wer Zug fährt oder bei uns auch im Sommersemester auf dem Campus, ist so traurig, ein Sommersemester und alle gucken dann in den Pausen auf die Bildschirme. Es ist extrem schwer, dort gegenzuhalten. Das geht nur im persönlichen Gespräch. In der Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, in kleinen Gruppen, dass man dort Regeln aufstellt. Für sich selbst als Erwachsene, also wenn man Kindern ist, auch für die Kinder sich selbst dran hält, oder für den Freundeskreis, wenn man mit Freunden essen geht, keiner hat ein Smartphone auf dem Tisch, zu Hause, dass die Smartphones nicht am Esstisch sind, dass die nachts abgeschaltet werden, die Server und. Man muss ganz starke Regeln einsetzen und einführen, und je kleiner Menschen sind, desto mehr Führung brauchen sie tatsächlich auch durch ein positives Vorbild, indem ich auch als Erwachsener, als Elternteil, als Nachbar Zeit habe, um mit jemandem Ball zu spielen oder was vorzulesen oder zu zeichnen oder wie auch immer. Das heißt, letztendlich ist es Aufgabe von uns Erwachsenen, den Kindern zu vermitteln, dass man bestimmte Dinge mit den Geräten machen kann. Bei mir laufen halt sehr viele Texte oder ich entwickle Grafiken oder muss Webseiten hosten oder sonst irgendwas. Als Werkzeug kann man das ja vermitteln, aber dass erstens der Mensch wichtiger ist und vor allen Dingen, dass man sich Zeit nimmt für
sein Gegenüber. Und das sollte natürlich auch in der Schule passieren. Und gerade für die Kinder und Jugendlichen, bei denen zu Hause sehr viel Medien genutzt werden, ist es extrem wichtig, dass das nicht in der Schule auch dann wiederholt wird, sondern dass sie dort andere Angebote bekommen. Wir brauchen natürlich dafür deutlich mehr Lehrkräfte, werden wir wahrscheinlich auch diskutieren, wo die herkommen sollen, aber auch sowas wie Tutoren, Mentoren, Sozialarbeiter. Wir brauchen viel mehr persönlichen Kontakt. Eine Folie, die ich jetzt hier nicht dabei habe, aber ist eines der Konzepte, die wir diskutieren, um auch wegzukommen vom Bildschirm, heißt Mentoring statt Monitoring. Mentoring heißt, wir müssen Räume und Möglichkeiten schaffen, dass Menschen direkt miteinander agieren, in der Schule, in der Hausaufgabenhilfe, in der Nachmittagsbetreuung, wobei die Kinder dort nicht nur verwahrt werden, sondern konstruktive Dinge tun, statt über das Monitoring einfach immer nur mehr Daten zu sammeln. Wir sind im Moment auf der Achse Monitoring. Wir sammeln immer kleinteiliger Daten. Wir stellen Profile und klassifizieren dann Menschen teilweise ohne Angesicht. Und aus diesem Monitoring, aus dieser Datensammlung und Auswertung müssen wir dann Richtung Mentoring und Tutoring, das heißt Sozialräume schaffen und die Möglichkeit schaffen, dass Kinder und Jugendliche mit anderen Menschen, Gleichaltrigen, mit älteren Peers, mit Eltern, Erziehern, Sozialarbeitern, Schulpsychologen, was auch immer wir brauchen, arbeiten können und dass dort gelernt wird und dass sie sich auch dort wahrgenommen fühlen. Weil das ist ja das, was viele Kinder erleben, dass sie gar nicht wichtig sind, wenn das Smartphone angeht oder das Tablet läuft, wie früher auch beim Fernsehapparat. Ja, da will ich da eine Sache noch hinzufügen, die ist vorher angeklungen und auch in deinem Vortrag schon gekommen. Es gibt drei Fächer, mit denen man wahrscheinlich sehr deutlich gegensteuern kann. Mhm. Ist das Fach Bildende Kunst, ist das Fach Musik und ist das Fach Sport. Ja. Und es gab und gibt vielleicht noch, es gibt es noch in Baden-Württemberg noch ein besonderes Fach zum Fach Bildende Kunst, eines, wo der ganze Mensch gepackt wird mit all seinen Sinnen, nämlich das Verbreitungsfach Intermediales Gestalten, wo es um Spiel, Aktion, wo es um Performance geht, wo Kinder und Jugendliche erfahren, was sie alles können, wie sie sich äußern können, wie das auch in Versuch und Irrtum funktionieren kann, wie das prozessorientiert funktionieren kann und wo es nichts gibt, was vorgegeben ist, sondern die Lösung, die ich dann finde, das ist meine Lösung. Und die hat sonst niemand so gefunden. Ist auch eine große, große Sache, die jetzt einfach in der bildenden Kunst, in der Schule eine Rolle spielt. Das ist mein Bild. Ein solches Bild hat noch keiner gemalt. Anja, was nimmst du jetzt als Frage heraus? Was stellst du als erstes? Eine Frage stellte ein Zuschauer. Warum wehren sich vor allem Lehrer und Eltern nicht massiv gegen diese digitalen Überwachungsmethoden? Gute Frage. Ich wundere mich auch, aber das ist aus meiner Perspektive, erleben wir seit tatsächlich 40 Jahren, mit diesen Spiegeltiteln habe ich es ja angedeutet, seit 40 Jahren eine extrem massive Propaganda pro Digitalisierung. Behauptet wird, dass Kinder und Jugendliche, wenn sie nicht am Rechner arbeiten können, keine Berufschancen haben, dass sie... Im Moment gibt es ja Forderungen, dass alle Menschen programmieren lernen müssen und, und. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr starke Propaganda auf allen medialen Kanälen pro digital, weil damit verbunden wird Fortschritt, Machbarkeit, Moderne. Das sind aber Parameter, die genauso falsch sind, wie zum Beispiel diese Fixierung auf die Automobile in den 1920er Jahren. Die älteren Semester werden das kennen. Es gab in den 1920er Jahren und 1960er Jahren wieder diese Maxime der autogerechten Stadt. Das heißt, man hat Stadtautobahnen gebaut, angefangen von Berlin in den 20er Jahren, als die Automobile aufkamen. Und man musste mit dem oder sollte mit dem Auto jederzeit und überall hinkommen können und dann auch mit 100, so, wenn sie so schnell gefahren sind, zu der Zeit durch die Stadt fahren können. Die Autobahn gibt es ja im Ruhrgebiet in Berlin immer noch. Der Nachteil war, die Menschen mussten von den Straßen verschwinden, damit die Autos fahren können. Und diese Fixierung auf eine Technik, Automobilität, die wir in den 1920er, 1960er Jahre erlebt haben, diesen Fortschrittsglauben, den Machbarkeitswahn erleben wir jetzt mit Digitalisierung oder dann der Kultur der Digitalität wieder, weil man den Menschen beigebracht hat, dass mit den Digitalgeräten der Fortschritt zusammenhängt, der Wohlstand
und die Zukunft. De facto verbindet sich aber hinter diesem Smart, also Smart Home, Smart Learning, Smart School, Smart City, nichts anderes als eine vollständige Überwachung der Konsumenten im Dienst von wenigen IT-Monopolen und wirtschaftlichen Interessen. Hier sind wir bei Diagnose Funk. Kein Mensch braucht G5 oder gar G6, um Netflix zu gucken oder ins Internet zu gehen. Diese Technologien brauchen wir ausschließlich für die selbstfahrenden Autos, weil damit Autos selbst fahren können, der gesamte öffentliche Raum verdatet werden muss. Also wir kämen sogar als normale Nutzer, Internetnutzer mit G3 aus. Aber es werden hier Dinge forciert, um bestimmte Techniken umzusetzen. Es wird dann behauptet, die anderen machen das ja auch und wir würden dann hinten runterfallen. Die Frage ist nur, wollen wir wirklich diese Richtung gehen? Wer ein bisschen sich interessiert für dieses Thema. Gestern hat er versucht, Elon Musk versucht, eine Rakete ins All zu schießen, die dann explodiert ist. Wie die Amerikaner oder US-Amerikaner dann so fröhlich erzählen, sagen sie, ist überhaupt nichts passiert, wir kriegen sehr viele Informationsdaten. Aber an diesem Beispiel, dieser Rakete von Elon Musk, kann man sehr gut deutlich machen, um was es hier geht. Elon Musk entwickelt mit extrem finanziellen Aufwand, mit auch sehr, sehr vielen Folgeschäden für die Natur, wenn Sie den Start gesehen haben, wie viel Laufwerke und wie viel Staub und wie viel Zeug da alles verbrannt wurde und, damit die Menschen den Mond besiedeln, nachdem wir die Erde zerstört haben. Das heißt, hier werden fiktive Bilder aufgebaut. Wir besiedeln den Mars, wir besiedeln den Mond, um über das, was wir im Moment machen, dass unsere Kinder nichts mehr lernen, dass unsere Erde zerstört wird, um da nicht hinschauen zu müssen. Und bei der Digitalisierung ist es ähnlich, es werden Dinge versprochen, bis hin zur Unsterblichkeit über Transhumanismus und Singularity von Ray Kurzweil und, um nicht realisieren zu müssen, dass diese ganze Digitalisierung von Schule und Unterricht dazu geführt hat, dass die Kinder heute immer weniger können, zusammen mit anderen Aspekten der Gesellschaftsentwicklung. Warum die Eltern so ruhig sind, weiß ich nicht. Wenn ich Kinder in der Schule noch hätte oder Enkel, ich glaube, ich wäre auf allen Barrikaden. Aber man hat ihn eingeredet, das müsste so sein. Und wir werden natürlich auch sehr gut medial umsorgt und eingespeichelt, sage ich mal, dass die Menschen sich gar nicht mehr wehren. Das Schweigen der Lämmer von Peter, du weißt den Autor auswendig. Ein Kieler Psychologe, ja. Ja, das Schweigen der Lämmer, der das auch als, man kann das im Netz nachlesen, wunderbar auch die Frage stellt, warum sind wir so schweigsam, warum wehren wir uns nicht? Und das sind die Aspekte, hier wird etwas als Fortschritt behauptet, was Technologien aus den 1950er Jahren sind, in der Hoffnung, dass wir dann bei den sozialen Kämpfen, die auf uns zukommen, auch hier in Europa und auch in der Bundesrepublik, dann nicht zu den Verlierern zählen, also Verlustängste gehören dazu, wenn man sich dann wehrt gegen diese sehr starken digital-diktatorischen Systeme, sage ich mal, dann könnte es sein, dass die Kinder benachteiligt werden, dass man von Kollegen nicht mehr berücksichtigt wird oder sonst irgendwas. Frank Schirmacher, werden einige kennen, Herausgeber des Faz-Feuilletons, schwieriger Mensch, aber der hat 2015 bereits das Buch Technologischer Totalitarismus herausgegeben, schmales Bändchen, also das heißt schmal 300 Seiten, bei Suhrkamp. Genau das wird aufgebaut. Und wir laufen sehenden Auges in dieses Desaster in der Hoffnung, dass es uns nicht trifft. Das ist ähnlich absurd wie das Leugnen des Klimawandels. Wir laufen sehenden Auges in den Klimawandel und wenn jetzt diskutiert wird über 1,5 Grad oder so, dann kann ich nur sagen, im Wissenschaftsbereich wird diskutiert 2 oder 2,2 Grad ist die Frage, ob wir das überhaupt einhalten können. Und ähnlich ist es bei der Digitalisierung auch. Wir bauen Infrastrukturen auf, wo wir dann jetzt schon genauso kontrolliert werden können wie in China mit einem Social Scoring System. Wir tun aber so, als würde uns das nicht betreffen, weil solche autoritären politischen Regime wird es doch in Europa nicht wiedergeben, oder? Also eine völlige Naivität, vielleicht auch Überforderung, aber es ist halt mühsam, sich zu wehren. Ich habe mal zwei Fragen zusammengefasst. Wo ist die Grenze zwischen sinnvoller und nicht sinnvoller Nutzung von Medien im Unterricht? Gibt es einen Bereich, in dem das Lernen mit digitalen Medien sich als lernerleichternd erwiesen hat?
Die Unterscheidung zwischen sinnvoll und nicht sinnvoll kann man nicht pauschal machen, sondern das ist immer abhängig vom Lebensalter, vom Fach und von der Lehrpersönlichkeit, das heißt der Klassengemeinschaft in Verbindung mit der Lehrpersönlichkeit. Man kann, wie gesagt, man sollte in der Kita und in der Grundschule die ganzen Geräte außen vor lassen. Man kann ab der 5., 6. Klasse mit diesen Geräten arbeiten. Sinnvoll sind diese Geräte immer dann, wenn die Schülerinnen und Schüler mehr selbst leisten, als diese Geräte tun. Also es gibt vom Kinderarzt eine schöne Metapher über die Frage, was ist ein gutes Spiel für Kinder? Er sagt, ein gutes Spiel ist, wenn bei einem Spiel 90% Kind sind und 10% Spiel. Und ähnlich ist es bei Digitaltechnik auch. Das heißt, man kann sehr sinnvolle Anwendungen damit machen oder auch bestimmte Dinge im Unterricht thematisieren, wenn der Fokus auf dem Lernen, auf dem Erleben, an dem Ausprobieren stattfindet. Was man machen kann, Rechner zusammenschrauben oder auch Systeme konfigurieren oder solche Dinge. Aber entscheidend ist, dass die Kinder aktiv werden oder Jugendlichen, also mit, sag mal, wenn ich sage 5., 6. Klasse, sind ja keine Kinder mehr, aber dass sie aktiv werden und dass sie auch lernen, dass diese Systeme technische Systeme sind, die man zusammenbauen kann, so wie wir früher Radios zusammengelötet haben. Aber dass man ihnen auch diesen Fetischcharakter wegnimmt. Diese ganzen Smartphones, die sind geschlossen, man guckt nicht rein. Das ist so eine Blackbox, auch wenn sie bunt ist oder so. Dann kann man ganz viele tolle Dinge damit machen oder erleben oder gucken oder hören oder so. Aber man kann nicht viel tun. Und Schule heißt, dass man wieder in die Aktion kommen muss, dass man selbst was tun muss. Und das kann man, indem man die Geräte selbst zusammenbaut, zum Beispiel, oder dass man mit einem Platinenrechner. Hinter mir steht auch so ein kleiner Raspberry Pi 400. Das ist im Prinzip nur eine Tastatur, aber ein vollständiger Rechner. Damit kann man alles Mögliche machen. Man kann coden, wenn man das will. Man kann Präsentationen machen, Office-Programme benutzen. Man kann E-Mails schreiben. Also man kann sehr, sehr viel damit tun. Aber entscheidend sinnvolles Arbeiten mit den Geräten heißt, ich habe hier ein Werkzeug, mit dem ich Dinge tun kann, aber ich entscheide darüber, ob ich sie tue und was nicht. Die zweite Frage. Da gibt es verschiedene Aspekte. Das eine sind lernpsychologische Aspekte. Es gibt zum Beispiel Kinder, die aufgrund ihrer Persönlichkeit mit ADS, ADHS oder Ähnlichem manchmal auch überfordert sind. Für die war zum Beispiel auch die Pandemie sehr hilfreich, die dann besser gelernt haben, weil sie nicht abgelenkt wurden oder keinen Stress hatten in der Klasse. Das sind Fälle, wo sowas helfen kann. Es gibt auch inhaltlich einige Dinge, also wenn man etwas vorbereiten kann, wir nennen das dann Inverted Classroom, anstatt zu sagen, es ist das, was wir vorher halt mit analogen Medien gemacht haben. Man kann auch dort bestimmte Dinge durchaus machen, entweder Vokabeln lernen oder sich Videos anschauen als Vorbereitung auf den Unterricht, die man dann diskutieren kann oder so. Aber auch da gilt, man kann auch mit digitalen Medien sehr sinnvoll arbeiten, wenn es begleitend zum Präsenzunterricht stattfindet und dort eingebunden wird. Und dann abhängig vom Lebensalter, von der Klassenstruktur, vom Fach. Helmut Kern hatte ja gerade, ich bin ja auch Kunstpädagog, von bildender Kunst gesprochen. Da, selbst da könnte man das einsetzen. Wer sich ein bisschen auskennt mit diesen Bots, weiß, dass nicht nur DALL-E von Microsoft oder OpenAI auf dem Markt ist, sondern auch Stable Diffusion. Also ein anderes Tool, das das Gleiche kann. Das ist Open Source. Das kann man auch dem eigenen Rechner installieren. Das kann man mit eigenen Zeichnungen füttern und dann mit diesem Programm arbeiten und gucken, was es macht. Ist natürlich aufwendig, weil man Vorarbeiten leisten muss. Man muss installieren, man muss es zum Laufen bringen. Man muss die Arbeiten einscannen, vektorisieren und. Aber dann kann man auch deutlich machen, wie diese Systeme funktionieren. Und dann wäre das ein Beispiel, wo man sagen kann, ja, das ist durchaus sinnvoll. Oder dass man Unterricht vorbereitet, das, was heute Inverted Classroom heißt, dass man Aufgaben gibt, bereitet euch vor, schaut, lest die Texte durch, schaut euch die Videos an, damit wir das besprechen können. Das funktioniert aber nur bei sehr großer Selbstdisziplin. Wie bei allen Medien. Wir müssen den Kindern beibringen und auch den Jugendlichen und auch manchen Kollegen, dass wir diszipliniert arbeiten. Weil Lernen hat nun mal auch etwas mit Anstrengung zu tun, mit Leistung, mit Wiederholung, mit Übung. Manches fällt einem leicht, manches muss man öfter wiederholen. Und auch da sind wir in den letzten Jahren in die falsche Richtung gelaufen. So im Sinne von,
Ich muss ja erstens nichts wissen, steht ja alles im Netz bei Google und es fliegt mir alles zu. Nein, wir müssen auch dieses Selbstverständnis, dass Lernen ein aktiver Prozess des Individuums in Gemeinschaft ist, bei dem Medien helfen können. Das müssen wir vermitteln. Und natürlich kann man mit digitalen Medien auch sehr sinnvoll arbeiten. Und ich meine, für mich als Wissenschaftler, ich habe in der Zeit studiert, wo wir noch Karteikarten, also so Zettel ausgefüllt haben in der Bibliothek und dann zwei Tage später die Bücher gekriegt haben, wenn sie da waren und sie nicht irgendein Prof einen Dauerausleiter hatte oder so. Also für die Recherche im Wissenschaftsbereich, der Zugriff auf die ganzen Datenbanken, das Recherchieren nach Informationen, dafür ist das Netz wunderbar. Gar keine Frage. Allerdings, und das ist wieder der entscheidende Punkt, ob es mir etwas nutzt, diese Recherche zu machen und dann die ganzen PDFs auf meinem Rechner zu speichern oder so, das liegt an mir, weil auch digitale Dokumente ja nicht per se schon Wissen sind, das ich verinnerlicht habe, sondern ich muss sie genauso lesen wie vorher Bücher. Ich muss genauso darüber nachdenken. Ich muss auch mit anderen darüber sprechen. Das heißt, die Beschaffung von Informationen ist leichter, das Erschließen von Beständen ist leichter, aber das ist ja nur die Voraussetzung für Lernprozesse. Und da vielleicht ein Hinweis von dem ehemaligen Rektor vom MIT, Raphael Reif, der gesagt hat, es gibt drei Formen des Lernens. Das erste ist so das Lernen des Bestandswissens. Da kann man über Bücher machen oder heute über Online-Quellen. Das zweite ist, dass wir uns dann austauschen an der Hochschule. Das kann man schon nicht mehr digital abbilden. Und das Dritte, das eigentlich Entscheidende ist, dass wir mit jungen Menschen arbeiten, dass sie etwas lernen, dass wir im Dialog sind und bei ihnen nicht nur im Kunstunterricht, sondern auch im Deutschunterricht, in der Biologie, in der Physik, auf einmal Dinge entstehen, die wir nicht steuern können und die wir auch nicht steuern wollen. Nämlich das, was wir dann Idee, Innovation, Konzept nennen. Also das, was wir nicht wissen. Wir stehen nach dem Hegelschen Modell unserem Wissen, unseren Kenntnissen auf den Schultern unserer Vorderen. Und das ist so dieser Idealismus des Wissens, dass wir auch nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch als Gemeinschaft mit dem, was wir an Geschichte haben, uns weiterentwickeln. Und wir vermitteln das Wissen, das wir vermitteln können, in der Hoffnung, dass sich dann weiteres Wissen generiert. Und das ist der dritte Punkt, den wir bei denen, da helfen auch keine Medien, da geht es um Persönlichkeiten, da geht es um persönliche Biografien. Aber für die ersten Phase Bestandswissen sich anzueignen, da helfen digitale Medien. Und für die zweite Phase den Dialog darüber brauchen wir die Präsenzschule, um damit vielleicht noch etwas Drittes entstehen kann, von dem wir nicht wissen, was es ist. Also nur für Phase 1. Ja, also ich wollte gerade Fragen von den Zuschauern zusammenfassen. Eigentlich waren viele Fragen da zur pädagogischen Wende. Ja. Also wie kommen wir aus dem Dilemma raus? Weil es ist ja eine Tatsache, die Bildungspolitik hat Chaos in den Schulen angerichtet. Also die Eltern demonstrieren ja gegen das Chaos zum Teil, ja. Also wir haben die Bildungskatastrophe, die liegt mit an der Digitalisierung, die hat ja viele Ursachen. Jetzt sagt ein Zuschauer, wenn man das kritisiert in der Schule, dann wird man richtig bekämpft als Fortschrittsverweigerer. Ja. Der andere sagt, die Lösung des Bildungsproblems wäre doch wieder die Förderung von Singen, Musizieren, Kunst, Sport. Also wie bringen wir in die Schule eine positive Vorstellung rein, weil die offizielle Bildungspolitik ist ja gescheitert. Die können nicht hinstehen und sagen, wir machen das Richtige. Also wie bringen wir das Richtige zum Durchbruch? Auf das gehen viele Fragen. Also was müssen wir da eigentlich jetzt machen? Es gibt keine schnelle Lösung, weil wir wissen, dass wir einen großen Lehrermangel haben, Lehrkräftemangel haben, und das wird sich auch noch eine Weile hinziehen. Eine schnelle und auch eine sehr sinnvolle Lösung jetzt sofort wäre, dass man die Lehrkräfte, die wir an den Schulen haben, von den ganzen administrativen Aufgaben entlastet und die Zeit, die sie in den Schulen verbringen, wirklich wieder für das Unterrichten zur Verfügung haben und die Arbeit und den Dialog mit den Schülerinnen und Schülern. Das heißt, Fokus auf die Kernaufgaben der Lehrkräfte. Und diese ganze Administration auslagern, dazu gehört auch die ganze Testeritis, die wir haben, dass man damit stoppt. Wir wissen jetzt, was die Schülerinnen und Schüler alles nicht können, bis in die Nachkommastelle. Wir müssen aber unterrichten, dass sie etwas können. Und das geht nur, wenn die Lehrkräfte wieder unterrichten.
Der zweite Schritt, wo man relativ schnell auch zu Lösungen kommen kann, ist, dass man Studierende in den Lehramtsstudiengängen hinzunimmt. Wer Lehrerin oder Lehrer werden will, sollte vom ersten Semester an hospitieren und ab dem zweiten oder dritten Semester dann Kleingruppen betreuen, Hausaufgaben betreuen, kleine Projekte übernehmen. Das heißt, die Studierenden sollen in diesen Lehramtsberuf hineinwachsen vom ersten Semester an, erstmal in der Betreuung und mit zunehmend mehr Verantwortung. Dann kann man übrigens auch sehen, auch für die Studierenden selbst, ob ich das überhaupt will. Wir werden einige verlieren dadurch, das ist ganz klar, aber lieber im Anfang des Lehramtsstudiums verlieren wir Studierende, als wenn sie dann schon Lehrer sind oder verbeamtet und dann merken, hier bin ich falsch, aber ich will eigentlich meinen Beruf haben oder den Beamtenstatus oder sonst irgendwas. Das sind zwei Dinge. Lehrerinnen und Lehrer sollten unterrichten, Studierende sollten früh an begleiten und Verantwortung übernehmen können. Das dritte wäre, wir lösen die ständige wissenschaftliche Kommission auf. Das sind alles empirische Bildungsforscher und besetzen sie neu mit Praktikern, mit Menschen, die aus der Schulpraxis kommen, aus der pädagogischen Praxis kommen, weil das ist das, was auch zur pädagogischen Wende gehört, aber unsere Praxis ist, dass im Moment an den Universitäten Empiriker, Psychologen darüber bestimmen, wie gelernt werden soll, anstatt dass dort Pädagogen in zusammen mit Sozialarbeitern, mit Schulpsychologen, mit Lernpsychologen, allen unterschiedlichen Disziplinen, auch mit Informatikern diskutieren. Das heißt, wir brauchen multiperspektivische Konzepte von unterschiedlichen Disziplinen. Wir müssen die empirische Bildungsforschung wieder zurückdrängen auf die 10%, die hilfreich sind. Wir brauchen ein bisschen Empirie in der Wissenschaft. Aber das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und der nächste Schritt ist, dass wir alle Beteiligten auch wieder in die Pflicht nehmen. Klaus Zierer hat ja letztes Jahr, also vor einem halben, dreiviertel Jahr, dieses Buch Der Sokratische Eid herausgegeben, auf das ich wirklich allen nur empfehlen kann. Sehr schmaler Buch, das hat man einem Nachmittag gelesen, aber man denkt dann doch deutlich länger darüber nach. Und da steht natürlich auch drin, dass wir als Lehrkräfte die große Verantwortung haben, dass wir auch als Lehrkräfte unterrichten sollen, unterrichten müssen. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel bei Lehramtsstudiengängen wieder im Mittelpunkt stehen muss. Wie unterrichte ich denn? Ich habe die Verantwortung für meine Gruppe, so wie ein Mannschaftsführer oder ein Bootsführer. Ich habe die Verantwortung. Das, was bei Lernbegleitern verloren gegangen wird, die sitzen ja an ihren Lernstationen. Das ist der falsche Ansatz. Das heißt, wir müssen, und das ist der Kern der pädagogischen Wende, wir müssen dieses Verständnis von pädagogischer Arbeit wieder dahin führen, zu sagen, wenn ich diese Aufgabe übernehme als Pädagogin oder als Pädagoge, egal ob in der Kita oder in der Schule oder auch in der Hochschule, ich bin verantwortlich für mein Tun. Ich bin auch verantwortlich für diese Gruppe. Gehört dazu, dass die Gruppe natürlich auch Verantwortung für sich übernimmt und die Begleitperson, also in der Schule die Eltern, ebenfalls Verantwortung übernehmen und nicht alles delegieren an die Lehrkraft oder an den Computer. Und diese Verantwortung für das, was wir tun, wird uns durch die Digitalisierung genommen, bis hin zu selbstständig oder autonom fahrenden Autos. Das fährt halt, ich muss nichts tun. Ne? Und diese Denkstrukturen, dass Techniken für uns irgendwas übernehmen können, ist in dermaßen verinnerlicht, das müssen wir aufbrechen und wieder zurückgehen. Sagen, wir als Menschen sind diejenigen, die entscheiden, was wir machen. Und wir haben die Verantwortung für das, was wir machen. Und Technik und Infrastruktur kann uns bei bestimmten Dingen helfen. Aber wir müssen uns besinnen. Das ist jetzt ein wunderbares Schlusswort, das du hier formuliert hast. Die Zeit geht dermaßen schnell rum. Wir haben jetzt nur eine Minute eigentlich überziehen, heute ein kleines bisschen. Aber das war genau der Punkt. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Jetzt übergebe ich an unsere technische Moderatorin. Bitte, Kathi. Ja, danke schön. Ich möchte noch kurz auf das nächste Webinar verweisen. Das Thema ist WLAN in Schulen, ein riskanter Hype. Was bewirkt WLAN-Strahlung in kindlichen Gehirnen? Ja, Forschungsergebnisse, Folgen und Alternativen werden dargelegt. Ich möchte noch kurz was zum Inhalt erweitern. WLAN ist überall, auch in der Kita und in den Schulen. Doch was bewirkt WLAN-Strahlung im kindlichen Gehirn wirklich? Wir stellen Ihnen die aktuelle wissenschaftliche Studienlage dar. Es gibt deutlich über 100 wissenschaftliche Studien, dass WLAN-Strahlung oxidativen Zellstress in unserem Körper auslöst. Was das für gesundheitliche Folgen haben kann und wie wir alle dem WLAN-Stress entgehen können, zeigen wir in diesem Webinar. Unser Referent ist dann Peter Hensinger.
Und unter dem Link, den Sie ganz unten sehen, können Sie sich bereits jetzt schon dazu anmelden und auch schon die Hintergrundinformationen dazu nachlesen. Ja, dann möchte ich gern noch auf die mögliche Telefonsprechstunde für Diagnosefunk-Mitglieder hinweisen, dass Jörn Gutbier und auch Peter Hensinger zu diesen Zeiten unter der zu sehenden Telefonnummer zu erreichen sind, wie gesagt, für Mitglieder von Diagnosefunk. Die Diagnosefunk ist ja darauf angewiesen auch, dass ihre Arbeit, die auf sehr breiter Ebene angelegt ist, dass die auch entsprechend bezahlt werden muss. Und dazu sind natürlich regelmäßige Förderung sehr, sehr wichtig. Auch für alles, was an Informationen gedruckt wird, was hinausgegeben wird, ist ein ganz breites Feld für die Homepage. Wird sehr viel ehrenamtlich gemacht bei Diagnosefunk, aber das eine oder das andere und natürlich die Mitarbeiter, die wir haben, die müssen auch bezahlt werden. Peter, willst du was sagen? Ja, ich möchte noch sagen, dass auf unserer Homepage eine Artikelserie zur Bildungskatastrophe ist. Das finden Sie auf der ersten Seite. Und mich auch nochmal im Namen vom Vorstand recht herzlich beim Ralf Lankau bedanken für den beeindruckenden Vortrag. Ja, da kann ich dann gleich anschließen, was für mich das Beeindruckendste war an diesem Vortrag war, dass es deutlich geworden ist, lieber Ralf, du bist überzeugt davon, dass dieser Weg der richtige ist. Und diese Begeisterung, das ist genau das, was eigentlich die Menschen brauchen, die in der Schule sind, die pädagogisch wirken, dass Schülerinnen und Schüler merken, der da redet, der weiß, wovon er redet und der weiß auch, warum er so redet. Das heißt, diese Ausstrahlung, diese Begeisterung, diese Überzeugungskraft, die ist, glaube ich, das Wichtigste, was auch Antwort sein kann auf die manchen Fragen, die kamen, was können wir denn gegen die digitalen Medien tun? Zeigen, dass es anders geht, weil man selber anders arbeitet. Es gibt den Mobilfunk Bürgerforum. Das ist ein Dachverein für mobilfunkkritischen Umgang. Da kann man als Ortsgruppe einen Vereinsstatus erwerben. Das ist sehr sinnvoll, wenn man in der Presse mitteilen etwas möchte, wenn man im Amtsblatt schreiben möchte. Einfach, wenn man informieren möchte und nach außen Öffentlichkeit wirksam agieren möchte. Ja, danken möchte ich auch den beiden technischen Moderatoren, die heute jetzt nicht allzu arg gefordert waren. Trotzdem ist ganz, ihr habt die richtigen Fragen rausgesucht, habt das alles sehr schön gebündelt. Anja Schmidt nochmal und Kathi Langner, vielen Dank euch. Vielen Dank auch an den Peter, der sich kritisch einmischt, für den die Pädagogik ein sehr wichtiges Thema ist. Und ich denke auch vieles von seiner Arbeit auch von daher bestimmt wird. Und am Ende einfach nochmal dir ganz, ganz großen Dank, weil deutlich geworden ist, warum dir, lieber Ralf, warum deutlich geworden ist, warum es die pädagogische Wende braucht. Ich ende ja immer gern mit einem Dreiklang, mit drei Schritten, die man mit heimnehmen kann. Es kommt ein bisschen daher, bei Schülern habe ich immer gefragt, und was würdest du jetzt daheim erzählen? Welche drei Dinge wären dir ganz wichtig, wenn deine Eltern fragen, na, was gab es denn heute in Bildnerkunst? So, und da wären jetzt drei Dinge, die mir wichtig sind, die man mitnehmen kann von heute Abend. Erstens, das sogenannte digitale Lernen muss pädagogisch reflektiert werden. Zweitens, das sogenannte digitale Lernen darf nicht zum gläsernen Schüler, zur gläsernen Schule führen, zu Überwachungsstrukturen, durch die das Verhalten der Schülerinnen und Schüler, der Heranwachsenden gesteuert und beeinflusst wird. Und drittens, eine pädagogische Wende ist nötig, denn eine demokratisch verfasste Gesellschaft braucht widerständige, kompetente Persönlichkeiten mit Mut zu eigenständigen, kreativen Problemlösungen. Wenn unsere Zukunft nicht von Daten, sondern von Menschen mit Herz und Verstand bestimmt werden soll. Sinnliche Erfahrungen lässt das Smartphone nicht zu. Dort bleiben sie sinnlos. Einen guten Abend Ihnen noch. Bis zum nächsten Mal. Adieu.